Die ehemalige First Lady Jacqueline Kennedy Onassis ist eine der berühmtesten Persönlichkeiten der Geschichte. Sie ist im Grunde so nah am amerikanischen Königshaus, wie man es nur sein kann. Doch trotz ihres Vermächtnisses war ihr Leben voller Komplikationen und Verluste und nicht nur die, die jeder kennt. Dies ist ihre tragische Geschichte. Jacqueline Jackie Bouvier wurde am 28. Juli 1929 als Tochter der prominenten Janet Leigh und des Börsenmaklers John Blackjack Bouvier III. Geboren. Sie wuchs in New York City auf und verbrachte die Sommer auf dem Landsitz ihrer Familie auf Long Island. Sie war ein intelligentes und talentiertes junges Mädchen, doch leider war ihre Kindheit von Familiendramen nur so durchzogen. Ihr Vater war als spielsüchtiger Alkoholiker und Frauenheld berüchtigt. Seine Spielsucht führte dazu, dass er von der Schule verwiesen wurde und sogar sein gesamtes Geld während der Flitterwochen mit Leigh verlor. Seine Frauengeschichten hörten auch in der Ehe nicht auf und er erlangte schnell den Ruf, seine Frau zu betrügen. Im Jahr 1936 trennte sich das Paar, was die Presse dazu veranlasste, alle Einzelheiten von Bouviers Affären zu veröffentlichen. 1940 ließen sich Janet Leigh und John Bouvier scheiden, sodass Jackie Bouvier zwei Eltern hatten, die sich hassten. Trotz seiner Laster verehrten Jackie und ihre Schwester Leigh ihren Vater. In einem Interview mit dem T-Magazine sagte Leigh: "Eine Sache, die mich wütend macht, ist, dass er immer als der betrunkene schwarze Prinz bezeichnet wird. Mit mir war er nie betrunken." Vielleicht kam sein Ruf als Alkoholiker von der berüchtigten Geschichte, dass er bei der Hochzeit von Jacqueline und JFK zu betrunken war, um sie zum Altar zu führen. Leigh zufolge war dies jedoch eine Folge der Fehde ihrer Eltern, wobei John aus, ich zitiere, Kummer und Einsamkeit trank, nachdem Janet ihn am Abend zuvor von der Teilnahme an einem Familienessen ausgeschlossen hatte. Die Kennedys können wohl als eines der berühmtesten Paare der Geschichte angesehen werden. Als berühmte Persönlichkeiten ihrer Zeit bedeutete ihre Popularität aber auch, dass ihr Privatleben nicht so privat war. Ihre Ehe war bekanntlich turbulent und wurde durch eine Reihe von Problemen erschwert. John F. Kennedy wurden zahllose Affären nachgesagt und er wurde mit bekannten Persönlichkeiten wie Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Blaze Starr und verschiedenen anderen Stars gesehen. Es gab auch Auseinandersetzungen über Jackie Kennedys verschwenderische Ausgaben und Kleiderrechnungen. Offenbar ging es so weit, dass Jackies Schwiegervater Joseph Kennedy ihr $1 Million anbieten musste, damit sie in der Ehe blieb, was sie angeblich annahm. Ein zentrales Element ihrer Ehe, das Jackie jedoch belastete, waren die politischen Ambitionen ihres Mannes. Obwohl sie eine sehr private Person war, heiratete sie schließlich einen Mann, der das Rampenlicht liebte und unbedingt Präsident werden wollte. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Doch obwohl Jackie das Weiße Haus und die Tatsache, dass sie ihre Kinder unter den Augen der Öffentlichkeit aufziehen musste, nicht mochte, meisterte sie die Herausforderungen mit Stil. Als JFK Senator war, wurden Jackies Abgehobenheit und ihre hochnäsige Haltung als Belastung für seine Kampagne angesehen. Als First Lady wurde sie jedoch zu einem der größten Trümpfe der Nation und bezauberte andere Parteien auf verschiedenen diplomatischen Reisen mit dem Präsidenten. Jackie Kennedy hatte es mit ihren Schwangerschaften nicht leicht. Sie heiratete 1953 John F. Kennedy und etwa zwei Jahre später erwartete das Paar das erste Kind. Leider endete Jackies erste Schwangerschaft 1955 nach nur 3 Monaten mit einer schweren Fehlgeburt und Jackie lernte aus dieser Erfahrung, dass das Austragen und Entbinden eines Kindes für sie immer schwierig sein würde. Monate später wurde sie erneut schwanger, aber auch diese Schwangerschaft nahm kein gutes Ende. Ein Monat vor ihrem Geburtstermin wachte Jackie am Morgen des 23. August 1956 auf und schrie nach ihrer Mutter. Sie hatte viel Blut verloren und brachte später eine Totgeburt zur Welt. Die anfängliche Reaktion ihres Mannes auf diesen Vorfall offenbarte seine rücksichtslose Seite. JFK segelte mit einer Gruppe von Freunden auf einer Yacht im Mittelmeer, als seine Frau einen Blutsturz erlitt und ihr Kind tot geboren wurde. Anstatt sofort nach Bekanntwerden der Nachricht an die Seite seiner Frau zu eilen, bedurfte es einiger Worte seiner Freunde, um ihm klarzumachen, wie schlimm seine Abwesenheit in der Öffentlichkeit wirken würde. George Smathers soll zu dem damaligen Senator gesagt haben: "Wenn du jemals für das Amt des Präsidenten kandidieren willst, bewegst du deinen Hintern besser zurück zu deiner Frau." Nach 2 schwierigen Schwangerschaften endete Jackie Kennedys dritte glücklicherweise mit der erfolgreichen Geburt eines gesunden Mädchens namens Caroline im November 1957. 3 Jahre später, am 25. November 1960, nahmen die Kennedys ihren Sohn John F. Kennedy Jr. auf, der trotz einer Frühgeburt von 3 Wochen und anfänglicher Atemprobleme gesund aufwachsen sollte. Jackies 5. und letzte Schwangerschaft sollte sich jedoch erneut als tragisch erweisen. Erneut setzten die Wehen zu früh ein, genauer gesagt 5,5 Wochen. Nachdem sie mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus der Otis Air Force Base geflogen worden war, brachte Jackie einen winzigen, kaum 2 Kilo schweren Jungen namens Patrick zur Welt.
Leider kämpfte das Neugeborene mit der Hyalinenmembrankrankheit und hatte große Schwierigkeiten beim Atmen. Die Kennedys und die ganze Nation warteten gespannt darauf, dass sich sein Zustand verbesserte, und der Boston Globe schrieb sogar die Schlagzeile: Er ist ein Kennedy, er wird es schaffen. Leider blieben die Bemühungen, Patrick zu retten, erfolglos, und das neugeborene Baby verstarb nur 39 Stunden später, am 9. August 1963. Der Tod ihres neugeborenen Sohnes Patrick brachte den Präsidenten und die First Lady näher zusammen als je zuvor, wie die Menschen in ihrem Umfeld feststellten. Leider konnten die Auswirkungen des Verlusts auf ihre Beziehung nicht in vollem Umfang beobachtet werden, da die Kennedys nur 3 Monate später, im November 1963, zu einer Reise nach Dallas aufbrechen sollten. Am 22. November 1963 fuhren Präsident John F. Kennedy und die First Lady Jacqueline Kennedy in einem Cabrio und winkten der jubelnden Menge zu, als der Präsident von dem Schützen Lee Harvey Oswald ermordet wurde. In seinen Memoiren beschreibt der Secret Service Agent Clint Hill, wie Jackie ihren Mann in den Armen hielt und rief: Jack, Jack, was haben Sie mit dir gemacht? Hill erwähnte auch, dass Jackie sich weigerte, ihren Mann loszulassen, weil sie nicht wollte, dass die Menge ihn sterben sah. I'm saying, Jack. Jack, can you hear me? Jack, love me, Jack. In den ersten Jahren nach dem Tod ihres Mannes lebte Jackie Kennedy ein ruhiges Leben mit ihren Kindern. Zunächst lebte sie in Georgetown, zog dann aber mit ihrer Familie wegen der Anonymität und Vertrautheit nach New York City, nachdem ihr das Haus in Washington DC nicht die gewünschte Privatsphäre bot. Sie verließ ihren zurückgezogenen Lebensstil, um ihren Schwager Robert F. Kennedy bei seiner Präsidentschaftskampagne zu unterstützen. Doch am 5. Juni 1968, kurz nach Mitternacht, wurde auf Robert Kennedy nach seiner Rede in einem Hotel in Los Angeles 3-mal geschossen. Als Jackies Schwager Stas Radziwill sie um 4 Uhr morgens anrief und sich nach dem Zustand von RFK erkundigte, wusste sie laut Vanity Fair nichts von dem Vorfall und sagte ihm, dass es Robert gut gehe und er gerade in Kalifornien gewonnen habe. Radziwill musste ihr die Nachricht überbringen, und wieder einmal wurde Jackie durch den Verlust eines ihr nahestehenden Menschen in Trauer gestürzt. Nach dem zweiten Kennedy-Attentat begann sie auch, um die Sicherheit ihrer Kinder zu fürchten. Jackie soll zu einem Freund gesagt haben: Sie töten Kennedys in Amerika. Die Bouvier-Schwestern Jacqueline und Lee waren ein glamouröses und berühmtes Paar, das stets ein kompliziertes Verhältnis zueinander hatte. Da sie mit geschiedenen Eltern aufwuchsen, waren sie sehr aufeinander angewiesen, doch die Rivalität zwischen den Geschwistern sollte ihr ganzes Leben lang bestehen bleiben. Als Jackie Kennedy John F. Kennedy heiratete, rückte sie in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, während ihre ebenso talentierte Schwester Gefahr lief, völlig in den Schatten gestellt zu werden. Während Jackies Amtszeit als First Lady zeichnete sich ein Muster ab. Da Jackie ihre Schwester zur Unterstützung dabei haben wollte, bat sie Lee, sie auf verschiedenen Reisen zu begleiten und ihr zu helfen. Die Aufmerksamkeit der Medien richtete sich jedoch stets auf Jackie, die ironischerweise für ihren Sinn für Mode gelobt wurde, obwohl es ihre Schwester war, die maßgeblich an der Auswahl ihrer Garderobe beteiligt gewesen war. Zu dieser Zeit ging Lees Ehe mit Stas Radziwill in die Brüche und sie fühlte sich von dem griechischen Schiffsmagnaten Aristoteles Onassis angezogen. Die Kennedys misstrauten Onassis jedoch sehr und missbilligten ihn. Nach dem Tod ihres Neugeborenen wurde Jackie zu einer Kreuzfahrt mit dem Paar eingeladen und nutzte die Gelegenheit, um Lee davon zu überzeugen, Onassis nicht zu heiraten. Die Reise schien jedoch der Ausgangspunkt für eine zukünftige Entwicklung zu sein. Etwa 5 Jahre nach der Ermordung von JFK war es Jackie, die Onassis im Oktober 1968 heiratete. Lee soll sich verraten und am Boden zerstört gefühlt haben. Obwohl sie den beiden öffentlich alles Gute wünschte, soll sich die Beziehung der Schwestern nie wieder ganz erholen. Die Heirat von Jacqueline Kennedy mit Aristoteles Onassis war für die Öffentlichkeit ein Schock, da sie nur wenige Monate nach der Ermordung Robert Kennedys im Jahr 1968 stattfand. Die beiden hatten auch praktisch nichts gemeinsam, ganz zu schweigen davon, dass Onassis 23 Jahre älter war als sie. Wie Vanity Fair berichtete, wurde deutlich, dass die Ehe weniger auf Liebe als auf Vorteilen beruhte. Jackie Kennedy wünschte sich die Stabilität und das verschwenderische Leben, das das Onassis-Vermögen bieten konnte, während Onassis die weltberühmte ehemalige First Lady als Zitat die ultimative Trophäe sah. Leider führte die Unvereinbarkeit des Paares dazu, dass Onassis nur 1 Monat nach der Hochzeit seine langjährige Affäre mit der Operndiva Mariah Callas wieder aufnahm. Das Paar geriet auch in Streit über Jackies Ausgaben. Das History News Network behauptete, dass Jackie schon immer kaufsüchtig gewesen sei und ganze Zimmer in ihrer Wohnung in der Fifth Avenue mit Einkäufen gefüllt habe, die nie aus den Kisten genommen wurden. Schließlich fing der Schiffsmagnat an, seine Frau abfällig als die Witwe zu bezeichnen, wie Time berichtet. In den frühen 1970er Jahren musste Jacqueline Kennedy Onassis erneut einen Verlust hinnehmen. Im März 1975, nach weniger als 7 Jahren Ehe, starb ihr Mann Aristoteles Onassis an einer Lungenentzündung.
Er war 5 Wochen lang im Krankenhaus gewesen, um sich einer Gallenblasenoperation zu unterziehen und stand außerdem unter Beobachtung wegen einer schwächenden neurologischen Krankheit, die sein Herz beeinträchtigt hatte. Die Kortisonbehandlung, die er erhielt, hatte sein Immunsystem geschwächt, was zu den tödlichen Auswirkungen der Lungenentzündung führte. Kurz darauf wurde in der Presse bekannt, dass Aristoteles die Scheidung von Jackie plante. Wie die New York Times berichtete, hatte der Schiffsmagnat noch im Dezember 1974 mehrfach mit seinem Anwalt darüber gesprochen. Aristoteles soll auch in Erwägung gezogen haben, einen Privatdetektiv zu beauftragen, schmutzige Details über Jackie herauszufinden, die im Scheidungsverfahren verwendet werden könnten. Seine Tochter Christina Onassis wies diese Behauptungen jedoch zurück. Der plötzliche Tod von Menschen, die mit ihr verbunden waren, schien Jacqueline Kennedy zu verfolgen. Selbst nach dem Tod ihres zweiten Mannes und der Distanzierung Jackies von der Familie Onassis kam es immer wieder zu einem tragischen Ereignis. Im November 1988 starb Christina Onassis, Jackies ehemalige Stieftochter, plötzlich im Alter von nur 37 Jahren in Argentinien. Die Ursache für ihren Tod soll ein Herzinfarkt gewesen sein, der durch jahrelangen Drogenmissbrauch ausgelöst worden war. Es wurde oft berichtet, dass Kennedy ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Stieftochter hatte, wobei Christina ihre neue Mutter als sogenannte Golddiggerin betrachtete und sie, Zitat, die unglückliche Obsession meines Vaters nannte. Es gab auch Gerüchte, dass sich die beiden nach dem Tod von Aristoteles Onassis um das Erbe von Kennedy stritten. In einer Erklärung aus dem Jahr 1975 betonte Christina jedoch, dass diese Geschichten nicht wahr seien und erklärte, dass sie ein freundliches und respektvolles Verhältnis zu ihrer Stiefmutter habe. Im Januar 1994 wurde bei Jacqueline Kennedy Onassis ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Es befand sich vor allem in ihrem Hals, ihrer Brust und ihrem Unterleib. Sie begann mit einer Chemotherapie und konnte anfangs optimistische Fortschritte verzeichnen. Mitte März hatte sie jedoch Schmerzen in den Beinen und es stellte sich heraus, dass der Krebs, der das Lymphsystem befiel, sich von seinen ursprünglichen Stellen entfernt und auf ihr Gehirn und das Rückenmark ausgebreitet hatte. Im Mai hatte sich ihr Gesundheitszustand erheblich verschlechtert. Am 16. Mai wurde bei ihr eine Lungenentzündung diagnostiziert und behandelt. 2 Tage später wurde festgestellt, dass sich in ihrer Leber große Mengen des Lymphons befanden und dass eine weitere Behandlung kaum noch möglich war. Da sie ihre letzten Momente nicht in einem Krankenhaus verbringen wollte, wurde Jackie Kennedy Onassis entlassen. Am 19. Mai 1994 verstarb sie im Alter von 64 Jahren spät in der Nacht im Kreise ihrer Familie und Freunde in ihrem Haus in Manhattan.